Guten Morgen, man ist auferstanden. Heute ist Tag 3. Und gleich Kaffee trinken, Zähne putzen, Sachen zusammenräumen. Und danach zum Bahnhof Bad Harzburg hinlaufen. Start kommt. Aber von hier bis zum Bahnhof sind das sowieso nicht so viele Kilometer, keine Ahnung wie weit, 6 Kilometer oder so. Also heute nicht so viel laufen. Und wenn wir dann hier an diesen Bahnhof angekommen sind, dann fahren wir bis nach Bremen. Dann steig ich dort, also wenn wir dann dort, wenn wir beim Bahnhof sind, kaufen wir Niedersachsen-Ticket zu zweit. Niedersachsen-Ticket für 2 Personen. Dann fahren wir bis zum Bremen Hauptbahnhof. Dann steige ich aus und dann fährt mein Bruder wieder zurück nach Celle. Genau. Hat sich aber die wärmste Nacht ausgesucht, ja? Ja! So, ich werde euch unseren Schlafplatz zeigen. Und zwar, hier habe ich geschlafen. Hier ist ein Tisch. Und hier hat mein Bruder geschlafen, hier auf diesen Bänken. Und hier vorne ist Ausblick. Weil das geht hier so tief runter und so weiter. Aber weil der Himmel scheiße aussieht, sieht dieser Ausblick nicht so geil aus wie gestern. Weil gestern war ja, glaube ich, blaues Himmel gewesen, so ziemlich. Aber heute ist der Himmel so komisch grau und so kalt sieht er aus irgendwie. Aber jetzt erstmal Kaffee machen. Guckt euch mal diese ganze braune Pockenkrankheit an, die ganze Zeit am Aufplatzen ist. Das heißt, das sieht gut aus. Jetzt ist Kaffee fertig. Ja, wie gestern schon gesagt, hier Kaffee saufen in der Natur, nach dem Ohr stehen, nachdem man draußen gepennt hat. Das hat was. Das ist voll cool, das müsst ihr auch mal alle genauso machen. Das hat so zu sein. Ach ja, vergessen zu erzählen. Hier, guck mal. Ich habe dieses Mal 2 Pads reingemacht. Ich habe ja sonst immer nur ein Pad reingemacht. Aber hier, mit 2 Pads, da schmeckt dieser Kaffee viel, viel aromatischer und viel besser. Wusste ich vorher gar nicht. Aber gut, dass ich das ausprobiert habe. Da weiß ich Bescheid, dass ich ab sofort immer 2 Pads reinmache, anstatt nur ein. Damit das besser schmeckt und so. Weil das schmeckt voll cool und so. Das schmeckt schon nahezu wie aus der Kaffeemaschine irgendwie. So, Kaffee ist getrunken, Zähne sind gewaschen, die Sachen sind gepackt, die Bank, die hier, die vorhin hier stand, die haben wir jetzt hier wieder zurückgestellt. Und hier, guck mal, kennt ihr ihn hier noch, der mich gestern den ganzen Tag gestört hat, dieser ganze Müllsack. Wir haben gestern auf der gesamten Tour keinen Mülleimer gefunden. Das heißt, ich muss ihn bis zum bitteren Ende rumschieben. Und jetzt zum Bahnhof zurücklaufen, Start kommt. Und jetzt Weg mit Schwierigkeit runterlaufen. Und gleich zeige ich euch die Stelle, wo meine Mülltüte gestern aufgerissen ist, wo meine ganzen Bierflaschen und andere Müll und so weiter runtergefallen ist. Genau, das werde ich euch gleich auch zeigen, wenn wir dort angekommen sind. Guck mal, ich habe hier diesen Stein gefunden und ich kann mich ganz genau an diesen Stein hier erinnern. Weil genau hier, in dieser Stelle,
Da ist gestern meine Mülltüte aufgerissen, wo diese ganzen leeren Bierflaschen und das andere Müll und leere Ravioli-Dose und so etwas runtergefallen ist. Und wo ich das dann wieder zugetaped hatte. Und wo mir dann aufgefallen ist, dass ich keine Mülltüten mehr da hatte. Wo man sich Sorgen gemacht hat, weil ich irgendwie auch erst später dran gedacht habe, hatte, dass ich noch diesen Rucksack hier dabei habe. Diese Tasche bzw. Rucksack, ja. Der ganz leichte, wo ich dann diesen ganzen Müll jetzt dort dran transportiere. Aber später, wenn wir Mülleimer gefunden haben, dann wegschmeißen. Also den Rucksackinhalt wegschmeißen. Das wird später wirklich gemacht. Guck mal, seht ihr das da drüben? Pilzbaum. Baum mit Pilze dran. Guck mal, genau hier an dieser Stelle, da haben wir in der ersten Nacht gepennt. Das wollte ich euch nur gesagt haben. Weil da laufen wir jetzt gerade vorbei. Und hier ist ein bisschen Ausblick. Weil da geht's runter und sowas. Also, naja, was heißt Ausblick? Hier kann man nur Bäume sehen, aber das geht da runter irgendwie. Hier vorne ist ein Wasserfall von dieser Perspektive aus. Und wisst ihr, was hier passiert? Da fällt Wasser runter. Genau, das passiert hier. Und das hier vorne, das ist dieser Wasserfall von dieser Perspektive aus. Ziege gefunden. Und da vorne sind echte Ziegen oder Schafe oder was das sein soll. Guck mal, hier schon wieder ein Weg mit Schwierigkeit. Das ist hier anstrengend mit dem Wagen so einen Weg hochzulaufen. Da ganz hinten, da ist Sandberglandschaft oder sowas. Oder Kiesberglandschaft, weiß ich auch nicht. Sowas in der Art. Ausfluss! Guck mal, hier vorne ist eine Brücke. Da laufen wir nicht rüber. So, wir sind jetzt hier bei diesem Klettergerüst zum Klettern angekommen. Und da laufen wir jetzt gerade vorbei. Guck mal, hier vorne ist eine Metallkonstruktion, wo man hier rumlaufen kann, Kreiseumdrehung laufen kann. Genau, das kann man da machen da oben. Guck mal, wir sind hier auf dieser Brücke drauf, wo hier diese ganzen Autos und Fahrzeugen und noch mehr Autos drunter durchfahren. Die machen die ganze Zeit diese Abgasen und sowas. Ich habe vorhin auch Abgase gemacht. Aber hier endlich am Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich hier meinen nervigen Müllsack, der mich auf die gesamte Tour genervt hat, der hier so mit ganz viel Bierflaschen und Konservendosen und was dann noch alles drin ist, den kann ich endlich wegschmeißen in diesen Mülleimern. So, wir haben das ganze Müll einigermaßen sortiert hier in diesen Mülleimern hier reingeschmissen. Ach ja, das habe ich vergessen zu erzählen. Wir sind im Bad Harzburg oder wie das heißt. Und jetzt, wo wir hier sind, werden wir Ausschau halten nach irgendwo, wo man was fressen kann. Keine Ahnung, Pizzeria, Restaurant, Dönerladen oder so etwas. So, mein Bruder wäre ein Eis. Und deswegen, bevor wir Ausschau nach einem Restaurant machen oder Pizzeria oder sowas,
holen wir uns erstmal hier ein Eis. So, hier, Eis ist geholt und wir haben uns hier und wir werden uns jetzt hier in dieser Pizzeria Pizza bestellen. Genau. So, das Eis ist aufgegessen. Die Pizza ist gekauft und jetzt Thunfisch Pizza essen. Schmeckt auf jeden Fall voll cool. Also dieser Pizza hat auf jeden Fall Geschmack dran. So, wir haben Pizza leer gegessen. Und jetzt diese Pizzaschale, Pizzakarton wegschmeißen. Und dann Ausschau noch an der Toilette machen. Die ich dann bescheißen kann, weil ich muss das machen. Das wird Zeit. Die Zeit ist angebrochen. So, weggeschmissen. Also ich habe eben gerade an den Eisdiele vollgeschissen. Also nicht diese Eisdiele, wo wir vorhin waren, sondern eine ganz andere Eisdiele. Und irgendwie schien das hier, weiß ich nicht, also irgendwie hatte der Betreiber ein bisschen Angst vor dem Ordnungsamt oder so gehabt. Ich weiß auch nicht. Zumindest hat er irgendwie so hin und her geguckt. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber hier scheint das irgendwie verboten zu sein, Kunden zum Scheißhaus zu lassen. Also habe ich irgendwie so den Verdacht, so ein Schwachsinn, ich weiß auch nicht. Aber egal, der hat mich reingelassen, ich habe die Toilette vollgeschissen und gut ist. Und dann habe ich einfach auf Ehre mir hier so einen Kaffee gegönnt. Das habe ich gemacht. So, wir sind hier am Bahnhof angekommen. Und weil das noch ein bisschen dauert, bis der Zug ankommt, habe ich mir hier noch ein Wartebier gegönnt. Bei diesem Imbiss da vorne. Und hier, guck mal, Lüthies. Ich habe noch nie Lüthies in einem Imbiss bekommen, sonst war immer anderes Bier. Also sonst bin ich immer andere Marken gewöhnt. Aber trotzdem, Lüthies ist voll cool. Schmeckt auch, habe ich auch schon lange nicht mehr getrunken. Das ist schon einige Monate her, glaube ich. Oder wobei, nee, ich finde Lüthies ist irgendwie nicht kräftig für meinen Geschmack. Nicht kräftig genug. Aber egal, bevor dann gleich diese anstrengende Bahnfahrt kommt, wo man die ganze Zeit das Gesicht mit Bakterien und so weiter feucht atmet, dass da ganz viel nass entsteht, dass der Bart scheiße aussieht und so weiter, wenn man da die ganzen Stunden da Bahn fahren muss. Ich dachte, bevor wir das machen, erstmal ein Wartebier gönnen. So, wir sind jetzt in diesem Bahnhof drin und jetzt zum Zug hinlaufen, weil der fährt gleich. So, wir kaufen uns ein Niedersachsen-Ticket für 2. Diesmal zahlt Bruder. Und dann abfahren.
So, hier, wir sind im Zug eingestiegen. Und jetzt nach Hannover fahren. So, wir sind jetzt in Hannover angekommen. Und weil der nächste Umsteigezug über eine Stunde braucht, bis der ankommt, werden wir erstmal rausgehen und ich werde schon wieder ein Wartebier trinken. Genau, den werde ich gleich beim nächsten Kiosk oder so holen. So, wir haben hier eine ranzige Bushaltestelle gefunden und hier trinke ich ganz genüsslich mein Wartebier, bis dann in einer Stunde mein Zug kommt. Und mein Bruder, der ist jetzt gerade auf der Suche nach einer Volksbank, um da ein bisschen Geld abzuholen, weil er hat sich irgendwie anders entschieden. Er holt sich eine Fahrkarte, eine extra Fahrkarte und fährt dann mit dem nächsten Zug von Hannover bis nach Celle zurück, weil sonst wird es einfach für ihn viel zu spät. Wenn er mit meinem Niedersachsen-Ticket bis nach Bremen fährt und dann wieder zurück nach Celle. So, jetzt doch mal. Ich habe jetzt gerade den Sitzplatz gewechselt. Ich wäre jetzt hier bei diesem Bahnhofsvorplatz oder was das ist. Weil hier, guck mal, als mein Bruder von der Volksbank wiederkam oder von EC-Kartenautomat, da hat er gesagt, dass sein Zug jetzt jeden Moment kommt und deswegen mussten wir schnell machen. Und deswegen bin ich ein paar hundert Meter mit ihm bis zum Hauptbahnhof mitgelaufen, hab ihn hier vorne Tschüss gesagt und jetzt ist er mit dem Zug nach Celle wieder zurückgefahren. Genau. Und deswegen, Jetzt trinke ich ganz gemütlich dieses Bier aus. Und irgendwann in der Dreiviertelstunde oder so kommt dann mein Zug. Und da fahre ich nach Hause. Hier, mein versiffter Zug, der kommt an. Ich werde da jetzt eindringen und dann nach Bremen hinfahren. Das passiert dann. So, ich sitze hier in diesem Zug drin. Und guck mal, hier diese Außensitze. Ich habe schon lange keine Außensitze mehr gesehen, die so bequem sind wie diese hier. Die hier fetter gepolstert sind und nicht so schmal wie bei den allermeisten Zügen. So unbequem und so weiter. Aber die hier, die sind viel bequemer. Die haben viel mehr Fett dran und Stoff drin. Die sind besser gefüttert, besser zum Sitzen. Das gefällt mir. Hier vor. So, ich bin in Bremen angekommen und jetzt entweder mit der Straßenbahn oder mit dem Bus nach Hause fahren. Also werde ich jetzt zu diesem hier Straßenbahnhaltestelle hinlaufen. So, ich bin gerade angekommen und ich habe endlich das hier abgesetzt. Und jetzt sieht mein Bart richtig scheiße und ungepflegt aus. Und ich habe mich für Bus entschieden, weil guck mal, der Bus, der stand direkt vor meiner Nase. Der ist in 2 Minuten losgefahren und die Straßenbahn, die hätte noch eine Viertelstunde gebraucht. Also laut dieser Tafel. Und deswegen habe ich mich für Bus entschieden. Und weil ich mich für Bus entschieden habe, habe ich noch ungefähr, knapp 1 Kilometer zu laufen, bis ich dann zu Hause angekommen bin. Das rechne ich auch noch dazu. Genau. Und hier, ich bin jetzt gerade da, wo da ganz hinten dieser Bauhaus ist. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, ich glaube nicht, aber da vorne ist dieser Bauhaus. Da, wo ich schon mal die billigste Klappsackkarre vom Bauhaus gekauft habe. Genauso wie diese ganzen Scharniere für manche Schranktür. Und weil ich nicht lange brauche bis zu Hause, würde ich sagen, ich gehe jetzt nach Hause, diesen Kilometer, und man sieht sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. Bis gleich. Ach so, ich bin doch noch nicht zu Hause, weil ich wollte euch noch etwas erzählen, währenddessen ich jetzt gerade auf dem Weg nach Hause bin. Deswegen sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen
Und ich bin gerade duschen gegangen und das war ganz notwendig gewesen, mal wieder duschen zu gehen. Und das war voll Kultur gewesen. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Auf jeden Fall irgendwann wiederholen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Guck mal, hier, mein Rad von der zweitbilligsten Sackkarre von Hornbach. Der hat einen Riss dran. Der fällt auseinander.